Hallo und herzlich willkommen. Heute bauen wir eine Pfeilkanone, um eure Base perfekt zu verteidigen. Mehr Informationen dazu gibt's nach dem Intro. Dafür brauchen wir nur zwei Beobachter, ein Sticky Piston, ein Hebel, gegebenenfalls Redstone, viele Pfeile und ein Dispenser, also ein Spender. Zuerst platzieren wir den Sticky Piston, der kommt dahin. Und an diesen Sticky Piston kommt so, dass die Augen nach vorne zeigen, also dass der Punkt hinten ist, ein Beobachter. An diesen Beobachter kommt jetzt versetzt noch ein Beobachter. Das bedeutet, würde man es ausfahren, würden sich die Beobachter in die Augen gucken. Ungefähr so. Platzieren wir davor noch einen Dispenser. Davor platzieren wir noch einen Dispenser, der wird dann die ganzen Pfeile rausschießen. Hier habe ich noch einen Hebel hinzugefügt, damit man das auch quasi fernsteuern kann. Man hätte auch einfach den Hebel an den Sticky Piston machen können. Das hätte auch denselben Effekt gehabt. Und wie wir sehen, jetzt schießt es einfach und auch ziemlich weit. Betrachten wir das Ganze von unten, merken wir, sie geht natürlich ziemlich weit. Also da oben auf diesem kleinen Turm haben wir jetzt diesen Dispenser. Und es ist halt eine relativ breite Fläche. Das bedeutet, es ist relativ breit verteilt. Ihr könnt diese ganze Maschine ganz einfach verdoppeln. So habt ihr quasi zwei Kanonen und ich habe die auch mit einem Hebel verbunden. Das bedeutet, sie schon auch mit einem Hebel. So habt ihr einfach nochmal die doppelte Wirkung. Ich hoffe, dieses kurze Tutorial hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr gerne ein Like und ein Abo dalassen. Ich wünsche euch viel Spaß und danke fürs Zuschauen. We'll be right back.